Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Alice 17, nordfriesische Marshmap, die Vierfachversion ohne Gräben. Und mein Traktor fährt nicht mehr. Klar, kein Wunder, der hatte auch noch immer noch den Follow Me Mod aktiviert. Ja, Version 1.2, sagte ich schon, oder sagte ich noch nicht, weiß ich nicht. War jetzt verwirrt von meinem Traktor, dass der nicht das gemacht hat, was ich wollte. Wir haben unsere Fahrzeuge zurück zum Hof geholt und haben schon gleich angefangen, neu auszusehen. Ja. Und jetzt werde ich mal zusehen, dass ich den hier gleich mit dem Ladewagen los schick Stroh holen. Wir haben so ein bisschen Performance-Probleme. Wir haben das 1.5er Patch jetzt drauf. Und irgendwie ist also meine Framerate noch schlechter, als sie sonst schon immer war. Und das geht mir so ein bisschen auf den Keks. Das ist natürlich nicht schön für euch. Und ich habe da aber auch keinen wirklichen Spaß dran, wenn ich euch hier so eine schlechte Qualität abliefern muss. Aber ich kann es im Moment nicht wirklich ändern. Ich hatte sowieso extreme Probleme mit meinem Rechner. Windows wollte ein Update installieren. Und hat es auch getan. Und nach dem Update habe ich dann eine neue Aufnahmesession gestartet. Musste dann feststellen, dass er eigentlich sowas von schlecht aufgenommen hat, weil meine ganzen Einstellungen meiner Aufnahmesoftware auf einmal weg waren. Die habe ich dann wieder hergestellt. Dann war die Qualität etwas besser, also so wie sie jetzt ist. Dann habe ich die zweite Aufnahmesession gestartet. Und da musste ich feststellen, dass er zwar die Bilder so, ja, so lala aufgenommen hat, aber er überhaupt keinen Ton aufgenommen hat. Somit habe ich insgesamt 2x5 Folgen gespielt und auch aufgenommen. Und kann euch aber nichts davon zeigen, weil es einfach mal vollkommen nach hinten losgegangen ist und komplett gefloppt ist. Das ist sehr, sehr ärgerlich für mich, finde ich, aber ich kann es jetzt nicht, kann es leider nicht ändern. So, was wir jetzt machen. Feld 1, Dreschen laden wir. Und holen dazu, holen wir dann Feld 1 Silo. Sagen ihm Feldarbeit. Und gucken mal, dass er mir hier meine, dass er hier mal anfängt, Stroh einzufahren und ins Silo zu bringen. Mal gucken. Ich habe ja Cosplay in einer der Folgen so hoch gelobt, die jetzt leider ja nicht mehr da sind. Und dass das doch echt gut geworden ist und echt gut funktioniert. Und ja, davon ist aber leider irgendwie nicht viel übrig geblieben. Also das, ich hatte dann nämlich auf anderen Feldern hatte ich dann echt Probleme mit Cosplay. Wir gucken mal, wie es denn hier läuft. Geh mal weiter. Achso, naja, erstmal fahre ich. Was mache ich denn erstmal? Erstmal fahre ich den hier. Damit sehe ich erstmal zu, dass ich da das Schneidwerk wieder drauflege. Das hat ja auch sonst keinen Sinn. Ich muss ja hier auch Platz schaffen, damit hier die Abfahrer oder damit der Strohsammler vernünftig fahren kann. Ja, mal gucken. Muss uns mal den Radlader holen. Vielleicht können wir es damit hochheben.
Mal gucken. So, kann der hier jetzt erstmal weg? Der kann ja jetzt erstmal in die Garage. So, der stört er ja keinen, dann nimmt er, macht er keinen Quatsch. So. Der steht erstmal vernünftig weggepackt. Mit dem bringe ich jetzt mal eben schnell den Kargos weg. Was heißt schon? Ach, eigentlich wollte ich den waschen. Lassen wir jetzt mal. Naja, das habe ich ja, muss ich ja sagen, gar nicht so schlecht eingefädelt, oder? Das war gar nicht so verkehrt. Jetzt muss ich bloß zusehen, dass ich hier irgendwie die Deichsel zu fassen kriege von dem. Ja, ohne darüber zu fahren eigentlich. Das mal weg. Vielleicht andersrum. Mal schauen. Voll nervig, ne? Na bitte.
Wisst ihr was? Das ist mir jetzt hier alles viel zu doof. Kann man noch alles zurücksetzen? Nein. Nee, nee. So, das war's. Das war's. Brauche ich da auch nicht mehr irgendwie so ein großes Hackmack machen. Jetzt mache ich den Radlader wieder zum Misthaufen. Alles wird gut. Oh, wieder so schlechte Qualität, ey. Wieder Ruckler ohne Ende. Man nimmt nicht richtig auf. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich muss noch wieder meine Einstellungen checken. Es tut mir voll leid. Aber ich kann es im Moment nicht ändern. Echt. Ich finde das selber voll ätzend. Ist für mich total unbefriedigend, euch so eine Qualität anbieten zu müssen. Den haben wir auch raus. Ja, schön. Irgendwo hier muss er irgendwann auch mal der. Wo kommt denn der Strohfahrer? Wo sammelt er denn Stroh? Ja, hat wahrscheinlich schon abgeladen, ne? Sehr cool. Sehr schön, dass das funktioniert. Wenn es denn funktioniert. Ach, der Klaas ist fertig. Schön. Feld 2 ist fertig. Ich kann noch gar nicht weitermachen, weil die anderen Felder noch gar nicht fertig sind.
Jetzt haben wir schon mal drei der vier Drescher wieder hier drin. Wunderbar. Und wir räumen weiter auf. Wir bringen nämlich erstmal hier unsere Schneidwerkswagen weg. Ob das jetzt Sinn macht, mit dem anzufangen, weiß ich nicht. Müssen wir mal gleich gucken. Ich würde die auch gerne irgendwo hinbringen, wo die ein bisschen einfacher, wobei ich habe ja hier genug Platz. Ich kann ja hier stelle ich eben immer nur zwei da rein. Also ich hatte vorher hatte ich immer alle vier in einem Abteil und das ging dann dahingehend nicht gut, dass sie sich dann verkeilt haben beim Rausholen. Und deshalb teile ich das jetzt auch auf zwei Abteile. Aber es ist ja, das ist ja kein Problem, denke ich mal. Also für euch sowieso nicht. Und ich habe ja genug Platz. Schön genau daneben. So, schön. Was machen wir jetzt? Jetzt holen wir uns hier den Schwader. Fahren Richtung Feld 4. Und Schwadern da. Licht an und Umleuchten an bei dem Wetter. Und ja nicht, dass uns hier irgendwas passiert, ne? Da müssen wir nur mal gucken, was wir mit dem ganzen Strom machen, was wir da liegen haben. Ja, aber das können wir in der nächsten Folge uns überlegen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like oder einen Kommentar oder abonniert mich. Würde mich freuen. Noch mehr freuen würde es mich natürlich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet.
Ja, und in diesem Sinne sage ich mal, ciao.